Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essence Stuff of Nature. Wir versuchen heute mal zu gucken, welche Tageszeit wir haben. Viel zu hell. Mist. Okay, ich würde nämlich gerne das Siegel mal aktivieren. Dafür brauche ich 8 hiervon und ein Siegel. Und ein unschuldiges Opfer. Ich stehe auf unschuldige Opfer. Okay, nehmen wir dieses Schwein als unschuldiges Opfer. Das klingt doch super. Jawollo. Wir brauchen irgendwo einen Platz, der weit weg ist und uns nicht weiter stört. Mal kurz auf die Uhr gucken. Es wird gleich dunkel, das gefällt mir. Okay. Währenddessen können wir uns schon mal um das kümmern, was ich als nächstes machen möchte. Und zwar was... jetzt kommen wir so langsam zu dem Punkt, wo die Sachen nicht mehr unbedingt nötig werden, aber cool. Und deswegen nehmen wir bald mal einen Einblick in Sea Scars 2. Das haben wir schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Seit, ich glaube, Direwolf 1.6 Version. Da haben wir noch einen Miner gemacht. Oder nee, da hatten wir eine Baumfarm gehabt über Sea Scars. Und der Miner ist sogar richtig lange her. Oh mein Gott, den habe ich als allererstes gemacht. Den haben wir gemacht, als ich noch Ticket Light gespielt habe. Nostalgie. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Sea Scars. Arts. Gut. Den Assembler. Card Assembler. Genau der. Gold, Redstone und Eisen. Und was noch? Stein und Eisen. Okay. Das klingt einfach. Stein, Eisen, Redstone. Ja. Schön. So. Zack. Also. 2 hiervon. 1, 2. Und dann das. Kazem. Kann man den eigentlich inzwischen mit Strom betreiben? Das wäre ganz nett, weil die Dinger brauchen nämlich ewig. Und ich stelle ihn erstmal hier hin. So. Das ist das Ding. Man kann Upgrades dran pappen. Warte mal. Wir stellen das Ding mal ganz gut nach unten. Hier so hin. Und dann gucke ich mal ganz kurz in die Upgrades. Es wird gerade dunkel, das ist gut. Upgrades. Ach, wir sollten uns vorher noch einen Punkt aussuchen, wo wir das Ganze machen wollen. Weil das wird nämlich nicht sehr angenehm. Und ich brauche auf jeden Fall ein Schwert oder irgendwas derartiges. Ich brauche das Ding, ja. Wo kann ich mir eben noch eine Schaufel mit Silk Touch machen? Das wäre, glaube ich, sehr schön. Habe ich noch eine alte Schaufel hier rumfliegen? Du bist meine Auto Repair Auto Smelt. Das bringt mir gar nichts. Okay, wir haben sowas gerade nicht auf Lager. Können wir eben sowas gerade mal gießen? Was haben wir denn hier? Terra Steel. Nummer 2 daran da. Jetzt aber hopp. Schaufel. Und Rod. Dann, Silky Jewel. Silky Jewel. Okay, eine Handvoll Strings. Nein. Oh. Oh, okay, hat sich gerade erledigt. Wunderbar. Lassen wir das, wobei das kann ich trotzdem durchlaufen lassen. Werde ich hier? Nein. Jetzt werde ich hier? Ja. Okay. Bitteschön. Das zurück. Wie viel Uhr haben wir? Ja, noch ist Zeit. Zack und weg mit dem Dreck. Okay, ansonsten lassen wir es halt erstmal so stehen, wie es da ist. Wobei, wir können das mit der Markentorch ausprobieren, weil ich habe keine Ahnung, ob die Markentorch sich auf das Cursed Earth auswirkt. Das weiß ich wirklich nicht. Okay, wir können dann trotzdem mal das Ritual irgendwie hier hinten machen. So. Vielleicht haben wir ja Glück und es passiert nichts Böses. Aber ich glaube, ich brauche mehr Gras. Shit!
Das kann sehr gut sein, ne? Oh, oh, oh. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wow. Mal wieder super vorbereitet hier. Ich fasse es nicht. Komm schon. Weg damit. Um Gottes Willen. Okay. Was braucht das Ritual? Too early, Altar and Circle not placed on dirt. Dirt ist doch... Ah, kacke. Altar und Circle. So. Ja. Too early, must be midnight. Ja, gut. Also, dann das arme kleine Schweinchen. In der Hoffnung, dass sie wirklich nicht spawnt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Habe ich eine Schaufel dabei? Dann habe ich nicht. Klemmer. Wenigstens irgendetwas an Schaufel halt. Ich habe doch hier meine Tools. Jetzt wollt. Habe ich meine Pfeile? Ja, das kann weg. Und. Schaufel. Jetzt aber! Fix! Wo ist mein Schwein? Da ist mein Schwein. Oh, es kommt doch was. Oh Gott. Es sind doch mehr, als ich dachte. Schnell schlafen gehen, dann verbrennt das Scheiße da. Wow. Okay, ganz ruhig. Alles wird gut. Magen im Tor steht also doch nicht. Gut zu wissen. Aber mal, ist gut zu wissen. Da sollte der ganze Scheiß da hinten in Flammen aufgehen. Wir brauchen die Cursed Earth, brauchen wir auch nicht. Jo, da brennt alles. Munter. Sehr schön. Stop. Will ich irgendwas davon mitnehmen? Au, lass das. Komm, hier einen nehmen wir mit. So. Hier ein bisschen. Achso, der fliegt noch. Moment. Ein bisschen hier. Aufräumen. Ach du Scheiße. Die Schaufel, die brauche ich noch. Danke. Ja. Okay. Ich verhungere schon wieder. Wie ätzend. Weg damit! So. Ruhe im Puff hier. Okay. Aber spawnt gerade nichts wegen dem Feuer, das ist gut. Wow, ist das schnell. Was hat denn der für ein Speedhack? Alter, was ist mit ihm? Wow. Mistvieh. War irgendwo eine Hexe oder was? Können wir jetzt mal bitte das hier endlich ausdingseln? Haben wir alles? Nein, natürlich nicht. Alter, was ist denn? Wo sind meine verdammten ganzen Dinger hin? Ey, Mann. Oh. Ist jetzt hier genug? Ja, ist vorbei jetzt hier? Habe ich jetzt endlich Ruhe? Nein, habe ich nicht. Mein Gott. Jetzt aber. Chaos pur. Und Zerstörung. Alte Falter. Meine Fresse. Okay. Aber davon abgesehen haben wir jetzt endlich mal ein aktives Sigil, was gar nicht mal so schlecht ist. Okay. Gut. Das kommt alles weg. Weg. Sand. Da hatte ich doch ein Plätzchen für. Ist wahrscheinlich leerbar. Ja. So, ganz dringend was zu essen. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Irgendetwas. Ich glaube, ich muss mal eben ganz kurz, ist mir jetzt auch gerade egal. Wir müssen, Brote machen. So.
So, was habe ich denn hier noch rumfliegen? Ich habe noch. Das habe ich rumfliegen. Das. Was brauche ich nochmal für die blöden Sandwiches? Toast, oder? Sandwich. Peanut Butter, ja. Und einfach nur Brot. Okay, das kriege ich hin. Oh, habe ich eigentlich Dings drüben? Weizen? Ich glaube schon. Nun ja. Also, Brot, Peanut Butter und Zucker. Nicht ganz so krass viel Zucker. 16 Zucker. So. So. Dann. Hier. Warte mal. 4 von jedem sollte ja wohl reichen. 4 hiervon. 4 hiervon. Hiervon. Was haben wir noch? Erdbeeren. Ansonsten gar nichts. Nur so wenig. Und keine Weizen. Hatte ich dann Weizen woanders angebaut? Oh, ich glaube, die Kiste ist voll, oder? Nee, kann nicht sein. Das Tool ist kaputt. Bis. Ja, das kann sein. Das kann sein, das ist auch okay. Oh, ich habe echt keinen Weizen. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nun denn. Fehlt es echt am Brot. Unfassbar. So. Ey. Ganz ruhig. Dann, mein Cutting Board. Was hatte ich hier für ein Jelly Dings? Cranberry. Ich habe hier keinen Cranberry. Na gut. Gut, gut, gut. Zucker. Und ein Pot oder so. Saucepan. Doofpan. Doof. So. Nom, 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 nom. Das sieht aber auch so lecker aus, ne? Es ist bei mir, es ist gerade recht früh morgens und da kriegt man doch echt grad scheiß Hunger. Oh Mann. Peanut Butter Jelly Time. So. So, yeah. Oh, lecker. Saucepan. Hier ein Ei. Okay. Alle gut? Alle super? Gut, dann können wir Zimmer weglegen. So, eben den Scheiß hier loswerden. Den braucht ja kein Mensch. Ganz blöde Seeds, ey. Immer wieder. Nee. Okidoki. So, dann waren wir wo? Wir haben jetzt das Sigil. So, jetzt brauche ich ein Vanilla Crafting Table. Da musste ich kurz lesen, Entschuldigung. Vanilla Crafting Tableau. Okay, so, wir können jetzt einen Angelring. Ich brauche nochmal Nether Star, 2 Unstable, Gold und Glas. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit dem Builder's Wand. Builder's Wand. Ein Obsidian und ein Unstable Ingot. Die werden gemacht, indem man Eisen durch einen Diamanten dividiert. Jawohl. Eisen war das, ne? Eisen, Diamant. Ja. Da gibt es auch Loop-Rezept quasi, dass man einen Diamanten durch ein Gold dividiert und dann kriegt man ein Stable Nugget und dann aus den neuen Stable Nuggets kann man ein Stable Ingot machen. Das ist natürlich nur mal so teuer und aber ungefährlich. Das heißt, mit den Unstable Ingots kann man nämlich sterben. Das zeige ich euch mal gleich. Wie wunderlustig, nein, nicht wie man sterben kann, sondern wie man das Ding halt macht und was passiert, wenn man nicht aufpasst. Also. Ich gehe mal hier hinten hin, für den Fall der Fälle. Das macht nämlich ganz schön bumm, wenn man es nicht schafft. So, Unstable Ingots heißt nicht. Umsonst Unstable Ingots, die sind ziemlich unstable. Man glaubt es kaum. So, wenn wir jetzt nun... Ach, ich brauche ein Obsidian, ich hält. Das wäre nämlich schon fast schief gegangen.
Das Ding ist nämlich so, sobald das Unstable Ingot quasi, ja, erstellt ist, darf man nicht mehr aus dem Crafting Table rausgehen, man darf keine 10 Sekunden verstreichen lassen und sollte sich also nicht vercraften. Das ist nämlich ganz schön kacke. Weil wenn es nämlich nicht klappt, macht's bumm. Und bumm macht es im Sinne von Slash Kill und nicht bumm. Das heißt, Rüstung hin oder her, ihr werdet sterben, so oder so. Punkt, aus, Ende. Fate. So, ne. Ach, Kacknase. Obsidian, so. Ein Obsidian als Handle. Hui. Also, wir nehmen das Sigil, wir nehmen das Diamant und das Iron. Und dann haben wir hier unser Stable Ingot. Hier, Error, bei Diamond, this Ingot is highly unstable and will explode after 10 seconds. Wisst ihr Bescheid, nach 10 Sekunden macht's puff. Will also explode if the crafting window is closed or the Ingot is thrown on the ground. Ja, also entweder auf den Boden geworfen oder wenn das Crafting-Feld geschlossen wird, ja, macht's boom. Nicht gut. Ingots do not stack. Do not craft until ready. Unless ready. So, wir sind sowas von ready. Das kommt weg, das kommt dahin, das wird rot. Wir bauen einen Builder-Swan und alles ist gut. So, das war ja auch einfach, denn da gibt es nämlich nur ein einziges Ingot, das man da verteilen muss. Mit zweien wird es schon schwieriger und einem ganz anderen, also einem großen Crafting-Rezept. Ja, aber Builder-Swan ist erstmal... Es macht alles so viel einfacher. Wer den Builder's Wand noch nicht kennt, der kriegt eine Demonstration seiner Fähigkeiten. Woo! Fragt sich gerade nur, wo? Da ist Cobblestone, sehr schön. Der Builder's Wand ist zum Bilden da und er hilft uns beim Aufbauen von, ja, gleichen Reihen wie hier. Also die Linie, wenn ich jetzt rechts klicke, baut er dann Linie hin. Geht dann nach oben und er hat dann natürlich nur eine begrenzte Reichweite, aber es gibt sogar einen besseren, oder? Super Builder's Wand. Okay, den kann man, glaube ich, nur finden. Und ja, das Ding ist super praktisch, wenn man große Sachen bauen will. Oh yeah. Oh yeah. Gut. Das hätten wir. Dann, so, das Sigil ist da. Wir brauchen jetzt wieder einen Nether-Stern. Ich überlege gerade. Einmal das Ding austauschen. Das brauche ich. Die Pfeile, habe ich die noch? Nein. Pfeile, Mana-Tablett ist da. Ich brauche meinen Hut. So. Das kann dann erstmal hier hin. Okay, das Sigil können wir mal so lange, keine Ahnung wo, ablegen. Vielleicht hier. Ja, was soll's. Okay. Was ich brauche, ist meine, genau, das Ding brauche ich. Ist sonst noch irgendwas gerade? Nicht wirklich, oder? Nö, ich habe eigentlich inzwischen sehr viel Herzen, das ist gut. Ja, dementsprechend. Das. Natürlich soll ich meine Ingredients mitnehmen, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. 1, 2, 3 Köpfe und ein bisschen Soul Sand. So, und dann gehen wir mal so ein Vieh eben verprügeln. Haben wir eigentlich, können wir mal Night Vision Potions anschaffen? Was brauchen wir denn dafür? 3 Minuten reichen vollkommen aus. Eine Karotte. Okay. Habe ich noch Netherwarzen? Ich glaube nämlich fast nicht. Das wäre blöd. Doch, habe ich wohl noch. Sehr gut. So, Glasbottelchens. Ich glaube, die habe ich nicht mehr. Ne? Habe ich Glasscheiben. Ach, Glasscheiben. Ich brauche doch echtes Glas dafür. Ich vergaß. 3 Stück. So, brauchen wir uns mal eben schnell so ein Zeugs zusammen. Ach Gottchen, wir haben schon mega spät. Warum sagt denn das keiner? Toll gemacht. Immer vergesse ich die Zeit. Das ist nicht sehr nett. Okay, immerhin haben wir diese Folge das Sigil aktiviert. Ich bin sehr stolz auf uns. Und nächste Folge machen wir dann eben schnell einen Wither kaputt und haben dann einen Angel Ring. Und dann können wir unser Schokobo echt in Rente schicken. Wobei, nee, können wir nicht, weil das Schokobo ist echt viel schneller als Creative Flight, das sage ich euch. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao, ciao.